Vierte Folge von World of Tanks. Nachdem ich meine ersten drei Folgen aufgenommen habe und unter die Lupe genommen habe, sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die ich jetzt aber mit dieser Folge oder ab dieser Folge verbessern möchte. Außerdem kamen auch schon die ersten Verbesserungsvorschläge, wie das Erklären des Tech-Baumes, was ich bitte durchführen möchte. Nun, und den nehmen wir jetzt auch in Angriff. Mein Name ist Erwin, so. Jetzt wisst ihr auch meinen Namen. Jetzt könnt ihr sagen, ja, gucken Sie mal, der ist einer von uns, weil der hat ja auch einen Namen. So, der Techbaum. Wir gehen hier oben auf Forschung. Es gibt momentan sieben Nationen, die man anspielen kann, mitunter natürlich Deutschen, die Amerikaner und die damalige Sowjetunion. Und noch ein paar kleinere Bäume wie von den Chinesen, den Franzosen und den Japanern und ja auch natürlich die Briten. Aber bei den Briten hat sich ja schon einiges getan. Und ja, wir fangen einfach mal bei den Chinesen an. Die Chinesen war ja damals so aufgebaut, dass die zur Kalten Kriegszeit von den Sowjets geprägt waren. Deswegen hatten diese auch Entwürfe von den T-54, der in verschiedenen Ausführungen auch verbessert bzw. verändert wurde. Der T-34 ist klar, den kennt jeder. Dieser Panzer ist außerdem 1 zu 1 mit dem russischen Original, den wir hier zu sehen haben. Wirklich nahezu komplett gleich, wie man hier zu sehen kriegt. Und ja, wir fangen mal einfach mal bei Null an. Im Punkte Forschung. Bei jedem Gefecht, habe ich ja schon erwähnt, bekommt man Erfahrungspunkte. Diese werden je nach Leistung halt mal höher oder mal geringer ausfallen und können dann für etwaige Modelle hier ausgegeben werden. Je nachdem, wie viel Erfahrung man auf der Kiste hat oder wie viel Freierfahrung man besitzt, kann man sich den jeweiligen Panzer erforschen. Unter jedem Panzer gibt es natürlich auch Module, die zu erforschen sind. Dafür braucht man natürlich auch wieder Forschungspunkte. Und dann, um diese dann auch einzubauen, beziehungsweise die Panzer auch zu kaufen, natürlich die Creditpunkte, die man dann auch in jedem Gefecht dazu verdienen kann, je nach Leistung auch wieder höher oder geringer ausfallen kann. So. Ich erkläre dann noch ganz kurz weg die vier Klassen von Panzern, die man hier zu spielen hat. Beginnend mit dem leichten Panzer. Jeder Techbaum außer den von den Briten beginnt mit einem leichten Stufe 1 Panzer. Wir haben jetzt hier den T1 Cunningham von den Amerikanern und soll mitunter einer der schnellsten sein. Gut, ich habe natürlich mit dem deutschen Leichttraktor angefangen. Wir schauen uns den einfach mal an. Eben wegen seiner 2 cm Mörserkanone, Verzeihung, Flakkanone, hat er einen sehr hohen Schadensauswurf. Obwohl der von den Amerikanern, die Amerikaner sind hier unten, der T1 Cunningham, besitzt ein 37 mm Browning. Diese Wumme hat eine Art Autoloader, so werden diese Bewaffnungen bezeichnet, die auf sehr, sehr kurzer Zeit halt gleich die nächste laden können, obwohl eigentlich zum Anfang der Zeit, wie man hier zum Beispiel unten sieht, die 8 Sekunden für das vollständige Nachladen von 5 Granaten für das Magazin benötigt. So, der T1 Cunningham ist, wie gesagt, eine der schnelleren Varianten der Stufe 1 Panzer und macht sich eigentlich als Anfänger recht gut. An und für sich sind die leichten Panzer in der Rollenverteilung immer die Aufklärer.
Sie decken halt die gegnerischen Panzer auf oder nehmen auch wahlweise oder auch zum Vorteil des eigenen Teams die gegnerische Artillerie ins Ziel oder decken deren Artillerie für unsere Artillerie auf, so dass unsere Artillerie, wie gesagt, deren Artillerie eins vom Latz knallen können. So, wir gehen weiter zu den Medium-Panzern. Jeder Forschungsbaum besitzt Medium-Panzer. Vorweg. Die Japaner zum Beispiel besitzen fast ausschließlich auf höheren Stufen nur noch Medium-Panzer. Ich weiß nicht, ob da noch schwere Panzer folgen werden. Die Japaner waren ja nicht gerade dafür bekannt, großartig Landeinheiten zu besitzen. Diese waren mehr auf See und Luft im Vorteil. So. Der Medium-Panzer ist der sogenannte Unterstützungs- und Flankierpanzer. Das heißt, er steht nicht an vorderster Front und macht auch wenig 1-zu-1-Kämpfe. In der Regel. Der Medium-Panzer, wir suchen uns mal hier einen raus. Ich habe hier zum Beispiel den Typ 59 oder hier unten auch den T-34. Diese Medium-Panzer sind wirklich recht mobil. Nicht so mobil natürlich wie ein Scout-Panzer. Wie gesagt, ein leichter Panzer. Und diese sind hervorragend dafür geeignet, den Gegner so richtig schön von der Seite auf den Sack zu gehen. Sie besitzen eine relativ hohe Feuerrate, je nach variierten Panzer, und eine mittelmäßige Durchschlagskraft mit der Kanone. Die Panzerung ist natürlich wegen der hohen Geschwindigkeit und der Mobilität sehr eingeschränkt, je nach Panzer auch wieder. Die Chinesen haben zum Beispiel eine recht gute Turmpanzerung, durchgehend weg bis zum 10er. Beginnend mit dem. Wir schauen einfach mal kurz bei den Chinesen. Ich glaube, das war der T-34-2. Ja, eine 170 mm Turmpanzerung an der Front ist manchmal schon schwer zu knacken und auch relativ hakelig. So, der Mediumpanzer, wie gesagt, zum Flankieren geeignet, um Hinterhalte zu legen oder um Scouts zu unterstützen. Kann aber auch fallweise dafür verwendet werden. Und zwar ist das in den Clan Wars so. Da werden ja nur Mediums zum Scouten eingesetzt. Da zum Beispiel auch den Batchet 25T von den Franzosen. Das ist dieser hier, der wirklich sehr mobil ist. Ich habe den mal auf einem Testserver gespielt gehabt. Den werde ich mir dann auf jeden Fall auch zulegen müssen und wollen, weil das Ding geht echt gut ab. Gerade mit der Endkanone und dem 5-Magazin-Schuss-System. Auch wieder ein Autoloader, ja. Auch wenn hier schon 40 Sekunden Dauer für ein vollständiges Nachladen in Anspruch genommen werden muss. Aber die Kiste ist echt super. Werde ich mir auf jeden Fall noch erforschen. Muss ich mal kurz gucken. Ja, den Lorraine 40T habe ich ja schon erforscht. Dadurch, dass ich die Heavy-Schiene schon gefahren bin von den Franzosen, habe ich auch schon die Waffe freigeschaltet und das Radio. Das Funkgerät, ich nenne es jetzt kurz Radio. Und ja, müsste eigentlich passen. Gut. Dann muss ich dann halt den AMX 1390 halt noch ein bisschen mehr rannehmen. Weil der in Meistergefechten halt ein unabdingbarer und unglaublich guter Scout ist. So. Wir gehen rüber zu den Heavy-Panzern. Da habe ich auch ein absolutes Monster anzubieten, und zwar der Mammut für den Feind hieß der einfach nur Maus, weil wegen Abhören. Im Krieg wurde er immer abgehört. So, folgendes: Die schweren Panzer sind dafür da, um an der vordersten Front immer wieder die Kugeln einzustecken. Mit der geringen Feuergeschwindigkeit, aber den hohen Schadensoutput eignen sie sich hervorragend, um Stellungen zu durchbrechen und den Gegner so den Garaus zu machen, weil diese dann die
die Unterstützungspanzern, zum Beispiel den Mediumpanzer oder den Jagdpanzern, den Weg frei machen. So, die schweren Panzer sind wie gesagt mit einer hohen Panzerung ausgestattet. Die Maus hier zum Beispiel hat hier eine 200er Wannenpanzerung an der Front, 185 an der Seite und 160 am Heck, was wirklich bemerkenswert ist. Und der Turm ist fast so gut wie undurchdringlich. Obwohl die Maus etwaige Schwachstellen hat, wie zum Beispiel die untere Wanne, was fast bei jedem Panzer gleich ist. Die untere Wanne ist fast immer die Schwachstelle, außer vielleicht bei den britischen Jagdpanzern ab Stufe 5. Oder entweder die linke Wangenseite oder die rechte Wangenseite des Turmes. Also überall, wo diese kleinen Schrittlitze hier sind, ist immer ein Treffpunkt für Feindgranaten. Weil die brauchen ja auch einen Jute zu Hause. So, und jetzt meine absoluten Favoriten. Die Jagdpanzer. Und ich habe mich völlig vertan. Es gibt leichte, medium und schwere Jagdpanzer und Artillerie. Also gibt es fünf Varianten von Panzern, die man hier je nach Rolle spielen kann. Der Waffenträger auf EN100. Die Jagdpanzer haben nur eine Rolle. Viel Schaden drücken, viele Abschüsse schießen. Ach, Abschüsse schießen, ja, das ist wunderbar wieder hier. Also viele Abschüsse machen und die eigenen Panzer aus dritter Reihe unterstützen. Gerade hier der Waffenträger auf EN100, dessen Turm wirklich nur Butter ist, muss wirklich außerhalb der Sichtweite und der am besten noch aus der Funkreichweite der gegnerischen Panzer bleiben, ansonsten ist der Matsch. Jagdpanzer haben immer einen sehr hohen Schadensoutput, wie gesagt. Gerade hier die 12-8er mit 5 Kugeln, auch wieder ein Autoloader. Ich glaube, hier sieht man auf dem Magazin, das müsste dieses Stück hier sein. Hier sieht man ja die Autolade Vorrichtung. Diese ist bei Waffenträger, wie gesagt, ein echt absolutes Monster, was den Schaden betrifft. Aber ist der einmal offen, ist er so gut wie weg. Fast so wie mit dem FV-215B183, dessen Panzerung eigentlich auf dem Blatt Papier wirklich gar nicht schlecht aussieht, aber in der Realität ist das leider anders. Hier kommt fast alles durch. Oder ich habe noch nicht gelernt, mich richtig hinzustellen. Außerdem besitzt der Waffenträger auf EN100 und der FV-215B183 jeweils einen drehbaren Turm. Beim 183 sind es natürlich keine 360 Grad, sondern im Komplettbereich kann der 45 Grad nach links und 45 Grad nach rechts schwenken mit dem Turm, weil der Rückstoß der Kanone könnte im Original den Panzer eigentlich nur zum Kippen bringen. Weil eine 183 mm Kanone ist hier im Spiel die Größe, die je auf einem Jagdpanzer verbaut wurde. Es sei denn, ja, Artilleriepanzer spielen sich als Jagdpanzer aus. Das gibt es auch, habe ich auch schon durchgehabt. Ist echt witzig, wenn man mit einer AP-Granate auch wieder Medium one-shottet, nur weil der denkt, ja, eine hilflose Artillerie, die schnapp ich mir mal. So, ja. Jagdpanzer abgeschlossen. So, der T110E3. Den machen wir noch mit. Der T110E3 ist ein absolutes Frontschwein. Mit dem kann man auch mal nach vorne fahren, weil die 305 mm Panzerung angewinkelt kommt nichts durch. Einziges Manko, der kleine Turm, der Kleinkaliberturm auf dem Panzer ist die Schwachstelle des Panzers hier. Und auch die Kommandoluke, die hier zu sehen ist, wird auch gerne als leichtes Ziel genommen. Ansonsten, wie ihr sagt, immer untere Wanne kommt man fast immer durch, je nach Munitionsart und Kaliber. Ja, ich habe den Amerikaner-Panzer gleich mal eingedeutscht, weil ich bin Patriot.
So, und da ich zum Glück mich bei YouTube vollständig angemeldet und etabliert habe, machen wir jetzt noch ein kleines Schnellgefecht, weil wir können jetzt endlich Videos machen, die länger als 15 Minuten sind. Da nehmen wir mal, ja, den Light MK-Vic. Weil dieser war ein Geschenkpanzer. Ich weiß nicht, ob das letztes Jahr Silvester oder Weihnachten war. Auf jeden Fall machen wir nochmal ein Gefecht. So, Setting sieht ja jetzt ja nicht mal so übel aus. Ich glaube, die sind alle in meiner Stufe. Obwohl die da rum. Ja, die sind alle in meiner Stufe. Die sind alle Stufe 2. Wieder auf Malinowka, alias Kempinowka. Weil die Panzerbesatzungen hier neigen dazu, sich einfach nur einzugraben, um zu warten, bis der Feind vor ihrer Nase auftaucht. Irgendwie bin ich doch Fan von diesen Autolodern und Magazinpanzern. Oh. Das ist wahrscheinlich neu wegen der 9.6. Mit mehr Kriegsfeeling aufkommt. Da weiß keiner, wohin er schießen soll. Aber na gut. Lass mal machen. So, ich positioniere mich mal auf diesen Hügel. Weil von hier aus kann ich an die Strandseite schauen und dadurch auch mein Team vor Scoutern warnen. Und da ist schon der erste. Sehr schön. Der mag mich gleich. Hat funktioniert. Jetzt wissen die Gegner Bescheid. Hier kommen sie nicht durch, müssen sie rum. Und glücklicherweise bereiten sich welche darauf vor, auch da entgegenzuwirken. Also werden wir die mal unterstützen. So, momentan steht es 2 zu 1. Ich habe oben weiter links im Bild schon meine Anzeige, wie viel Schaden ich momentan schon gemacht habe. Diese Anzeige funktioniert aber auch nur, solange ich auch selbst sehe, wie viel Schaden ich gemacht habe. Beziehungsweise was alles in meinen Sichtbereich fällt. Alles, was ich auf blind schieße und wo ich dann auch Schaden mache, wird da nicht angezeigt. Aber das sehe ich ja dann in der Auswertung des Gefechts. Was ich noch dazu sagen sollte, ist, leichte Panzer, wie gesagt, besitzen absolut gar keine Panzerung. Ist ja auch nicht zwingend notwendig. So schnell wie die sind, sind sie entweder schwer zu treffen oder gar nichts eigentlich. So, ich brauche mal Hilfe, drücke die Taste T, weil ich möchte Unterstützung. Weil der knallt mich auf jeden Fall weg. Ah, genau. Gib's mir. Richtschütze ausgefallen. Wir feuern blind. Nein, der hat mich gleich. Nee, doch nicht. Mein Richtschütze ist kaputt. Wo sind Sie hin? Wir haben Sie nicht mal angekratzt. Der ging nicht durch. T18, hart wie Sie Sau. nicht mal angekratzt. Da komm ich nicht durch. Das war's für uns. Raus hier. Oh. Ist natürlich etwas schwach für die vierte Folge, aber in der fünften Folge mache ich dann halt mehr Action. So, wie gesagt, Kritik bitte unten ins Video, ins Video schreiben. Ihr wisst ja wohin. Und bedanke mich für jeden Kommentar, der unter meine Videos gesendet werden. Und ich werde mich bemühen, Kritik natürlich sorgfältig und ja, sorgfältig anzunehmen und umzusetzen. So. Dann war es das auch wieder von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.